Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, endlich darf ich euch etwas über mein Lieblingsfilmpferd Françoise erzählen. Das ist eins der neuen Pferde im Wendy-Film, also in Wendy Teil 2, der jetzt am 22. Februar in die deutschen Kinos kommt. Und ja, ich habe schon an einigen Stellen mal etwas über Françoise erzählt. Ich habe mal ein Bild hochgeladen auf Instagram oder auf Facebook und ich habe auch mal im ein oder anderen Video hier auf YouTube etwas über ihn erzählt und habe immer gesagt, dass ich irgendwann mal das Video machen werde, wo ich erzähle, was ich genau mit ihm gemacht habe, wie wir gemeinsam trainiert haben und wie die Dreharbeiten für Wendy 2 so gewesen sind. Heute ist der Tag, heute darf ich endlich davon erzählen. Ich freue mich riesig, denn wie ich schon sagte, ist Françoise mein Lieblingsfilmpferd. Also er gehört eben zur Filmpferde.com. Das ist ja eine Riesenvereinigung aus allen möglichen Filmpferden, Stuntreitern und die werden für sehr bekannte Pferdefilme gebucht, zum Beispiel für Ostwind, für Bibi und Tina, eben für Wendy und für ganz, ganz viele andere Pferdefilme noch. Ich habe euch mal den Link zu der neuen Homepage der Filmpferde.com in die Infobox gepackt, da könnt ihr dann auch nochmal nachschauen und euch die ganzen verschiedenen Pferde anschauen. Ja, Françoise ist eins der neuen Pferde für Wendy Teil 2, Freundschaft für immer. Und ich durfte mich im letzten Jahr um ihn kümmern und ich durfte sogar mit ihm zusammen trainieren für den Film. Ja, das war eine ganz, ganz tolle Sache für mich, weil ich ja bisher in den Pferdefilmen, also ich habe ja bei Amans Geheimnis Staffel 2 mitgeholfen und auch bei Rock My Heart und beim Wasser des Lebens, das ist ein Märchenfilm, da habe ich mich ja immer so ein bisschen um die Pferde gekümmert. Also ich war quasi Pferdepfleger, ich durfte auch mal eins warm reiten, aber im Endeffekt habe ich halt geputzt, gesattelt, Pferdeäppel eingesammelt und all sowas gemacht. Und jetzt bei Wendy 2 durfte ich halt auch mal richtig reiten und trainieren mit dem Pferd. Ich habe zwar nicht gedoubelt, also man sieht mich auf dem Pferd nicht im Film, da erkläre ich euch gleich auch noch warum, aber ich durfte halt mit den Pferden trotzdem arbeiten hinter den Kulissen. Ganz speziell eben mit Françoise. Und ja, erstmal zu ihm. Also Françoise ist ein spanisches Pferd, ein Wallach. Er wohnt in Frankreich und gehört einem Herrn namens Jimmy. In diesem Jahr wird er 10 Jahre alt und Jimmy hat ihn seit er 5 ist. Und der hat auch schon in ganz vielen verschiedenen Filmen mitgewirkt. Ich weiß zwar nicht alle, aber Filme, die ihr bestimmt kennt, sind zum Beispiel Bibi und Tina Teil 1. Da hat er mitgemacht. Da war er nämlich sogar zusammen mit seinem Besitzer im Film. Sie waren einer der beiden Reiter, die für den Herrn Kackmann, also für den Bösewicht, in dem Rennen gestartet sind. Also in diesem Maisfeld, in diesem Labyrinth, wo da alle drin rumgeritten sind. Da ist Jimmy mit Françoise mitgeritten und hat am Ende das Rennen sogar gewonnen. Für alle von euch, die diesen Film gesehen haben. Er ist das braune Pferd, was am Ende über diese Ziellinie springt. Ja, und dann zum Beispiel noch bei Ostwind Teil 3, da gibt es ja am Ende das Rennen von Ora, das haben auch Jimmy und Françoise mitgeritten. Und wenn ich ihn euch gleich vorstellen werde, dann werdet ihr ihn sicherlich auch in diesem Film erkennen, falls ihr die nochmal anschauen werdet. Ja, es gibt noch viele weitere Filme, wo die beiden mitgemacht haben, aber das sind die bekannteren, die ihr sicherlich auch kennt. Und ich kannte Françoise jetzt nicht und ich wusste auch nicht, dass er diesen Film mitgespielt hat. Als ich die mir jetzt im Nachhinein nochmal angeguckt habe, ist er mir natürlich aufgefallen, weil ich ihn jetzt ja auch besonders gut kenne. Aber damals wusste ich das noch nicht. Ja, wie kam das Ganze zustande? Also, ich wurde im Juni letzten Jahres angerufen von filmpferde.com und sie sagten eben, dass jetzt bald der Dreh für Wendy Teil 2 ansteht und ob ich mir vorstellen könnte, eins der Pferde zu testen, auszuprobieren. Dann dachte ich mir erstmal, ja klar, ist ja eine total coole Sache, würde ich mega gerne machen. Was muss ich denn da tun? Und dann sagte mir die Vanessa, also der Horse Master zu diesem Film, die sagte dann, ja, es geht um einen Springparcours, schau doch mal bitte, ob das Pferd dazu geeignet ist, die Springszenen zu machen. Und dann habe ich mir erstmal so gedacht, okay, ich kann zwar springen, aber ob ich das kann? Ich zweifle dann ja immer so ein bisschen an mir und habe dann auch sehr hohe Erwartungen an mich selber, ob ich das dann auch bestmöglich machen kann und was ist, wenn es nicht klappt und so. Mache mir da also immer viele Gedanken, habe aber natürlich zugesagt, wollte das sehr, sehr gerne machen. Und generell fragt sich vielleicht jetzt der ein oder andere, warum nimmt man ein spanisches Pferd, was vielleicht jetzt nicht so der Klassiker ist für ein Springpferd, warum nimmt man das für eine Rolle, die halt springen muss? Und das kann ich euch auch sofort beantworten, denn filmpferde.com hat natürlich so einen bestimmten Pool an Pferden, mit denen sie gerne arbeiten, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben, wo sie die Leute kennen und wissen, dass das alles funktioniert mit den Pferden, dass sie bombensicher sind und gerade auch für Schauspieler. Und bei Wendy 2 ist es ja natürlich so, dass, weil es ja auch ein Kinderfilm ist und da Kinder mitspielen, dass eben auch die Kinder auf den Pferden reiten können müssen. Und da müssen die wirklich 100%ig verlässlich sein. Und bei Françoise weiß man einfach von den vorhergehenden Filmen,
dass der super ist. Also, dass man sich auf den verlassen kann, dass der alles das macht, was er soll, dass er eben nicht wegspringt, dass er nicht bockt, dass er... Klar kann das bei jedem Pferd immer mal passieren, das wissen wir ja alle, aber die Filmpferde.com, die wissen halt ganz genau, auf welche Pferde sie sich schon verlassen können. Und wenn dann ein Pferd gut in die Rolle passt und es geht halt nur darum, dass es eben auch noch springen muss, dann wird halt ausprobiert, ob das Pferd auch springen kann. Wenn das dann gar nicht funktioniert, dann nimmt man eben ein anderes Pferd. Aber einige fragen sich ja dann, warum nimmt man nicht direkt ein Springpferd? Warum versucht man, einen Spanier springen zu lassen, der es vielleicht nicht so gut kann, wie halt ein Springpferd, was nichts anderes macht? Es ist halt so, dass die klassischen Springpferde, die wirklich irgendwie auf hohen Turnieren laufen, meistens nicht so gut geeignet sind wieder, um einen Schauspieler zu tragen. Und man versucht schon zu vermeiden, dass man irgendwie 5 verschiedene Pferde braucht, oder sagen wir jetzt mal 2 verschiedene Pferde, eins für die Springszenen, eins für die Schauspielerszenen, probiert man schon zu vermeiden, weil es ja schon immer blöd ist, wenn verschiedene Pferde das gleiche Pferd spielen. Das ist unvermeidbar, das gibt es ganz oft. Und für Penny gab es auch noch ein Springdouble. Aber wenn man es halt kann, nutzt man natürlich am liebsten ein Pferd für alles. Und wenn eben der François super sicher mit Schauspielern ist und dann auch noch springen kann, dann ist doch super. Und genauso haben sich das auch gedacht. Ja, und dann bin ich am 6. Juni bin ich dann auf die Anlage gefahren, wo später auch die Turnierszenen gedreht wurden. Ist auch die Anlage vom ersten Film, die gleiche. Und ja, da bin ich morgens hingefahren, habe extra meinen Flug nach Gran Canaria, den ich an dem Tag hatte, auf abends gelegt, damit ich das halt machen kann. Und da habe ich François dann zum ersten Mal gesehen, habe auch Jimmy kennengelernt, der war auch da. Und Vanessa war natürlich mit dabei. Und dann haben wir das dann gemeinsam ausprobiert. Und Jimmy war super nett und François fand ich auch direkt total sympathisch und habe dann zu Jimmy gesagt, ja, was ist denn das Problem oder springt er denn oder springt er nicht? Und dann hat Jimmy halt gesagt, naja, er selber ist halt Stuntreiter, ne? Er kann dieses Trickreiten vom Pferd runterspringen und nebenher laufen und wieder aufspringen und falsch rum und das macht er halt. Und François ist eben auch so ein Stuntpferd, so ein Trickpferd, der läuft Ritterturniere, also diese Ritterspiele, wo sie sich mit den Lanzen da gegenseitig vom Pferd hauen und Sachen vom Boden aufheben und mit Feuer und sowas macht er halt. Er kann auch alle möglichen Kunststücke. Ja, aber Jimmy sagt halt selber, dass er nicht so der klassische Reiter ist, der halt springt und Dressurreiter. Also François ist auch ganz gut in der Dressur, muss ich sagen. Und deswegen dachte er sich, okay, komm, setzen wir mal jemanden drauf, der eben auch ein bisschen springen kann und dann können wir mal gucken und das wäre besser, als wenn er es macht. Also er ist mit François schon mal über Sachen drüber gesprungen und er weiß, dass er springt, aber man wollte eben gucken, ob das dann auch einigermaßen vernünftig aussieht. Ja, und dann habe ich mich natürlich wieder so sehr geehrt gefühlt und dachte, cool, dass sie mich fragen dafür, weil ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe da vielleicht einfach so ein bisschen zu wenig Vertrauen in mich selber in der Sache, keine Ahnung. Aber ist ja schön, wenn die anderen das haben, dann kriege ich das vielleicht irgendwann auch. Naja, jedenfalls sagt er dann zu mir, springen geht, probier's mal aus und dann sag mir mal, was du denkst. Und dann sind wir erstmal auf den Platz gegangen und ich bin dann auf François drauf und durfte erstmal ein bisschen warm reiten natürlich, erstmal ein bisschen Schritt gemacht, dann getrabt und galoppiert und habe mich halt von Beginn an total wohl auf diesem Pferd gefühlt. Das hatte ich bis auf Solido, als ich ihn das erste Mal Probe geritten bin, hatte ich das bei noch keinem Pferd, dass ich mich draufgesetzt habe und dachte, boah, irgendwie stimmt das. Es hat zwar nicht alles von Anfang an funktioniert, der François hat sich auch noch so ein bisschen eng gemacht, wie Spanier das eben schon mal ganz gerne machen, ne? Also so ein bisschen oben hinstellen und eng machen. Hab dann versucht, ihn mehr vorzureiten und mehr ans Gebiss rangehen zu lassen und ihn da gar nicht so viel zu stören und bin erstmal ein bisschen geritten und fand es halt total cool. Bis sie dann irgendwann mal zu mir gesagt haben, so, sollen wir dann jetzt auch mal ein bisschen springen? Und ich wäre am liebsten den ganzen Tag weiter geritten. Dann sind wir rübergegangen von dem einen Platz auf den anderen, wo halt auch die Sprünge standen und dann haben wir erstmal ein paar Sprünge gemacht. Ein paar kleine Kreuze und mal ausprobiert, wie reagiert er so, was macht er so und das war eigentlich so ganz gut. Das hat natürlich nicht von Anfang an alles funktioniert. Der Absprung hat schon mal nicht gepasst. Wir haben auch mal eine Stange mitgenommen. Aber je öfter wir es halt machten, desto mehr Vertrauen habe ich in das Pferd bekommen. Und wir haben uns einfach so zusammengefunden irgendwie. Und dann ging das immer weiter und immer besser. Und ich habe dann gesagt, ihr könnt hier mal höher machen. Ich komme jetzt mal da drüber. Ich hatte nie Bedenken, dass er irgendwas macht. Dass er stehen bleibt, dass er mich runterschmeißt, dass er vorbeirennt. Ich weiß nicht, ich kann das kaum beschreiben. Der hat mir eine totale Sicherheit gegeben, obwohl wir uns ja eigentlich gar nicht kannten. Und das ist für mich schwer zu beschreiben, aber ich weiß nicht, ich habe dieses Pferd von Anfang an gemocht und ich hatte das Gefühl, er mag mich vielleicht irgendwie auch. Vielleicht bildet man sich das ja auch nur ein, aber es hat irgendwie gut gepasst. Naja, und nach diesem Tag, als wir dann da einige Sprünge gemacht haben und auch höhere Sprünge gemacht haben, er musste halt im Endeffekt so auf A-Niveau springen für den Film, weil im Film eben ein
Arschbringen geritten wird, auch auf Fehler und Zeit. Das heißt, auch wenn er nicht die schönste Manier über dem Sprung hat, weil er eben ein Spanier ist, das heißt nicht, dass alle Spanier irgendwie eine schlechte Manier haben, aber zum Springen sind sie ja nun mal eigentlich nicht gemacht. Das heißt, wenn man ein klassisches Springpferd hat mit einer richtigen Basküle über dem Sprung und so, sieht das natürlich noch mal toller aus, als wenn ein Spanier sich mal eben ohne Rücken da drüber hebt. Aber er hat das super gemacht und für mich hat das alles auch gut gepasst und sah auch in Ordnung aus. Ja, und nach diesem Tag habe ich dann eben mein Feedback gegeben, dass ich finde, dass er diese Rolle spielen kann und dass ich ihn dafür auch sehr geeignet finde. Der war halt auch super brav und ja, habe dann quasi mein Okay gegeben. Ja, dann begann der offizielle Dreh und ich hatte natürlich immer mal wieder was am Set zu tun, habe mich da um Pferde gekümmert, mitgeholfen. An einem Tag war ich sogar mit Solido am Set, da habe ich ja auch ein extra Video zu hochgeladen. Und ja, dann war es halt so, dass eben Françoise genau auf diesen Parcours vorbereitet werden sollte, der dann auch da aufgebaut wurde. Und es gab dann einen Tag, wo ich wieder abends zu dem Hof gefahren bin und dann haben wir gemeinsam mit Françoise eben genau die Sprünge trainiert, die er dann auch im Film springen muss. Und von diesem Springtraining habe ich auch ein Video zusammengeschnitten, damals schon, habe das dann so meinen Freunden gezeigt. Und heute darf ich es euch offiziell endlich mal zeigen und würde euch das natürlich jetzt gerne mal einblenden. Dann könnt ihr schauen, was wir da so gemacht haben. Natürlich ist das alles nicht perfekt und diente halt dem Training. Wichtig war halt auch, dass Françoise mal über diese Mauer springt, was er noch nie getan hatte. Und möchte euch das jetzt erstmal gerne zeigen. Viel Spaß. Where you move, make me blind. You will always be there. There's no doubt in my mind. You will always be there. Heading out to see ya and leave the rest behind. Nachdem wir für den Springparcours also trainiert hatten, begannen dann irgendwann auch die Szenen, wo er den dann auch absolvieren musste. Und da saß dann in den Springszenen auch ein Double drauf. Einige fragen sich wahrscheinlich, warum ich das dann nicht gemacht habe. Also es ist im Film so, dass Françoise von einem Jungen gesprungen wird, der Daniel heißt. Und der ist halt 16 Jahre alt, heißt im richtigen Leben übrigens Noah. Und ja, meine Figur hat halt einfach überhaupt nicht zu seiner gepasst. Also auf gut Deutsch, ich war einfach zu dick dafür. Wie gesagt, Noah ist 16 Jahre alt und sehr viel schlanker als ich. Nicht, dass ich jetzt in irgendeiner Form dick wäre oder so, aber meine Oberschenkel und mein Hintern sehen dann doch ein bisschen anders aus als seiner. Und deswegen wurde er von einem Mädchen gedoubelt, die Jessica heißt, die auch Springreiterin ist. Die war dann eben genau für die Double-Szenen da und hat den Parcours absolviert und hat das auch echt gut gemacht. Ich war an dem Tag, als sie das geritten ist, als Komparsin am Set. Da war ich also dann im Blumenkleidchen am Rand und habe eine Zuschauerin gespielt. Das heißt, da konnte ich dann an dem Tag auch zugucken, was ganz cool war.
Und ja, war natürlich stolz, dass Françoise das so super gemacht hat. Und ja, auch ein bisschen stolz auf unsere Arbeit, weil wir das ja vorbereitet hatten. Und ja, das waren dann die Springszenen in dem Film, die ihr bestimmt auch sehen werdet, wenn ihr da reingeht. Und dann gab es noch eine Szene, die wir gedreht haben, wo Françoise über einen Baumstamm springt auf einer Wiese. Kann euch natürlich jetzt den Zusammenhang nicht erklären, weil ihr alle noch den Film gucken sollt. Da bin ich auf jeden Fall auch da gewesen an dem Tag und habe Françoise fertig gemacht und bin mit ihm zum Set geritten. Da musste man durch so einen kleinen Wald reiten. Das habe ich dann zusammen mit Svea und Larimar gemacht. Das war irgendwie auch so total cool, dass wir auf den beiden Filmpferden dann da so durch den Wald zum Set geritten sind. Also für mich ist das halt alles neu und ja, total Spaß gemacht. Es war im Sommer, es war schön warm. Es war eben wie so ein kleiner Ausflug zum Filmset. Ja, hat auch mit Svea total Spaß gemacht. Also wir haben uns gut verstanden und hatten, ja, wirklich viel Spaß. Dann sind wir am Set angekommen, an dieser Wiese, wo auch dieser Baumstamm war. Und ich habe Françoise da ein bisschen warm geritten und bin dann im Endeffekt auch über den Baumstamm gesprungen. Und ja, manche hatten sich halt gefragt, ob er das macht, aber es war überhaupt kein Problem. Er ist rüber und hat das auch ganz toll gemacht. Und das Double für diesen Tag war dann auch da und sie ist dann im Endeffekt mit ihm über den Baumstamm gesprungen. Das heißt, das, was ihr im Film seht, ist auch wieder das Double. Dennoch ist es so, dass die ganzen normalen Reitszenen, die halt ohne Sprünge waren, das ist auch der Daniel gemacht. Also Daniel ist der Filmname, der Noah, der Schauspieler, der Françoise auch im Film reitet. Ja, dass er wirklich das alles auch selbst galoppiert ist. Der hatte Reitunterricht vorher über mehrere Monate. Und dadurch, dass Françoise eben so ein routiniertes und nettes Pferd ist, war das überhaupt kein Thema. Also der hat keine Anstalten gemacht, da irgendwie Mist zu machen oder durchzugehen oder irgendwas. Das haben die beiden also super gemacht. Ja, ich frage mich manchmal, warum ich mich so sehr über dieses Pferd gefreut habe oder warum ich mich so gut mit diesem Pferd verstanden habe. Ich glaube, es war einfach so ein bisschen die Tatsache, dass er vielleicht nicht das klassische Springpferd ist und ich vielleicht nicht die klassische Springreiterin. Und wir beide vielleicht so eine Aufgabe hatten mit so einem kleinen Fragezeichen. Also er halt, weil er ein Spanier ist und da halt ein Springpferd sein musste und ja, ich vielleicht einfach auch nicht die Springausbilderin bin. Trotzdem uns aber ja beiden dieser Job so anvertraut wurde und wir das gemeinsam halt gut geschafft haben. Also ich kann das ganz schwer in Worte fassen, was ich über dieses Pferd denke oder warum ich den so gerne mag. Ist halt auch ein bisschen so ein Gefühl, dass das zwischen uns einfach gepasst hat. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh und auch sehr dankbar für diese Erfahrung. Also danke an dieser Stelle auch nochmal an die Filmpferde kommen für das Vertrauen in mich. Ihr habt mir da sehr viel Freude mitgemacht und ja, für mich war der Dreh halt was ganz Tolles. Und ich habe den Film ja schon im Kino gesehen, ich war ja auf der Premiere da und kann euch allen echt nur ans Herz legen, am 22. Februar, ja, oder ab dem 22. Februar ins Kino zu gehen. Der Film ist wirklich schön geworden, ist auch nicht nur ein Kinderfilm, ist auch für so ältere Mädels wie mich was und auch für Erwachsene. Also ich finde den Film super. Mir gefällt er sogar noch viel besser als der erste. Jetzt nicht nur, weil ich da mitgeholfen habe, sondern auch so. Ich finde, es passiert mehr, es ist spannender und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn ihr alle da reingeht, wenn ihr mir euer Feedback hier drunter kommentiert. Da freue ich mich besonders drüber und ja, würde mal sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Wenn ihr Lust habt, dass ich mal wieder was vom Dreh zeige, also ich habe noch etliche weitere Szenen von Wendy, auch jetzt nicht nur mit Françoise, sondern auch mit Larimar und Finesa, die Penny gespielt hat. Ja, schreibt es mir einfach in die Kommentare und ich mache gerne wieder Videos für euch. Bis dahin, schön, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns im Kino. Tschüss! Sind die allerbesten Freunde und endlich zurück. Im buntesten Abenteuer aller Zeiten. Voll lecker, Oma. Neue Freunde. Penelope, das ist Dixie. Ihr werdet sicher schnell Freunde. Muss nicht eifersüchtig sein, Dicker. Alte Feinde. Jetzt müssen wir alles abreißen. Du kriegst den Hof nicht. Wenn meine Eltern bis nächste Woche kein Geld auftreiben, dann können wir die Koffer packen. Große Gefühle. Ich habe mich ein bisschen verritten, trainiert für das Turnier. 2000 Euro Preisgeld. Versuch es. Und noch größere Herausforderungen. Warum machst du das? Wir haben nicht mal mehr 2 Wochen. Dass so ein Pferd wieder Vertrauen fasst, das ist nicht einfach. Hey!
Hey, Dixie! Das ist unser Trainingsplan. Haben alles versucht. Und wer hätte es gedacht? Gemeinsame Kraft. Gibt's doch nicht. Haben wir es doch geschafft. Denn nur zusammen können wir alles. Das ist ein Ferrari, also als Pferd. Wenn sie es schafft, dann sind wir geliefert. Sie vertraut dir. Ich brauche dich jetzt. Jetzt müssen Wendy und ihre Freunde beweisen, sie brauchen nicht nur Dixie, sie braucht dich, dass Vertrauen Wunder bewirken kann. Danke. Wendy 2, Freundschaft für immer. Ab 22. Februar im Kino.